zurück in Fallout 4 mit dem Nika Bird DLC. Ja, die Bandenbosse sind alle tot und ich muss jetzt hier in diesen Yucatown-Markt rein. Ich hoffe nur, ich werde hier so weit in Ruhe gelassen. Meine Power-Rüstung ist natürlich komplett kaputt. Aber gut. Scheiße, ich hab's gewusst, ne? Jetzt muss ich total aufpassen, wer hier wer ist. Immer Ödländer. Wartet mal, wer seid ihr denn? Hallo, Feinde? Hey, geh dorthin. Nein! Abbrechen. Bist du böse? Ja, natürlich ist sie böse. Hat auf der Angst. Wer bist du? Du bist Weisenlau. Aha. Nein. Ja, das war ja wohl nix. Flauschige Unterhose. So, alles sicher hier, Leute? Alles sicher? Ich habe euch hoffentlich nicht. Ich habe unterwegs ein paar. Was hast du? Egal. Ich will keinen Ärger. Ich habe nur ein paar gute Deals. Ja. Ich krieg ja echt richtig Lust auf so, ich muss ja jetzt hier mit ihr der reden. Der Boss ist auf wie. Hallo. Boss, ich glaub's nicht. Du hast die Raider getötet. Na alle. Klar. Ich frag mich nur, warum? Ist das wirklich wichtig? Hatte einfach Lust drauf. Raider sind Abschaum, um dich zu befreien. Raider sind Abschaum. Raider stehlen und töten ohne Reue. Sie verdienen es nicht zu leben. Das ist wohl wahr. Wenn du mich fragst, war das alles nur eine Frage der Zeit. Ich hatte mir diesen Tag schon lange vorgestellt, sogar davon geträumt. Aber ich hätte nie gedacht, dass dieser Traum sich mal erfüllt. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, auf die ich noch keine Antwort weiß. Was kommt als nächstes? Was soll ich tun? Es liegt an dir, nicht mein Problem, alles, was du willst. Ich frage erstmal. Was soll denn passieren? Ich finde, dieser Ort sollte weiter bestehen. So wie er früher einmal war. Klar, nur, gerne. Dass wir mit dem verdienten Geld jetzt unser Leben verbessern können. Bevor du gehst, möchte ich noch eins sagen. Danke. Ganz ehrlich. Von uns allen. Danke. Wohin dich dein Weg auch führt, du sollst wissen, dass du in Nuka World immer willkommen bist. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss eine Möglichkeit finden, diese Halsbänder gefahrlos zu entfernen. Oh, abgeschlossen Jagdsaison. Super. Mackenzie. Soll ich dich untersuchen oder brauchst du nur Vorräte? Kein Interesse. Ich muss passen. Okay. Super. Sehr geil, sehr geil. Und ihr kriegt jetzt eure Halsbänder alle ab. Yippie-yay. Hoffe ich doch. So, was muss ich denn jetzt machen? Was? Ich muss noch mit dem reden hier? Na, mal gucken. Fritschli Fritsch. Also es war doch nicht so schwer oder zu anstrengend jetzt hier die ganzen Leute zu töten. Die ganzen Raider. Aber ich habe vielleicht auch den einen oder anderen übersehen. Warum werden mir jetzt hier noch ein paar Sachen angezeigt? Ach so. Ja, komm, dann will ich jetzt noch mit dem Fritsch.
werde das natürlich alles ablehnen. Aha. Tokens. Okay. So, Nuka Kate. Du hast sicher den Alarm gehört, hm? Naja, du weißt, wie es läuft. Willst du noch einen wertlosen Ödländer ausschalten? Ich werde nicht kämpfen. Erledige du das. Egal wie. Kein Problem, Boss. Ich kümmere mich darum. Aber ich muss zugeben, ich hatte mich schon darauf gefreut, dich als Knochenbrecher zu erleben. Vielleicht nächstes Mal. Ja, benötigt Vorkriegsgeld. Okay, alles klar. So. Wer bist du eigentlich? Bist du... Du bist der neue Overboss, oder? Da hast du Kota aber eine ziemliche Lektion erteilt. Ja, habe ich. Gut, wieder raus. Erledigt. Ha. So, was habe ich denn jetzt eigentlich noch alles? Ich habe noch einen Parkmedaillon zu finden. In Yuka Racers. Gut, aber... Ich werde jetzt mit euch in die Fistop Grille reisen. Jetzt kann ich ja den Strom anstellen, oder? Nee, ich will ja auch nicht rennen. Ich will... Das ist meine... Hey! Nein. Aha. Jetzt hat's geklappt. So, herstellen. Nein. Reparieren. Es ist immer faszinierend, Ihnen beim Bauen zuzusehen. Ja, ne? So, reparieren. Und ausrüsten. Reparieren. Und ausrüsten. Dankeschön. So, jetzt hänge ich hier wieder an der Ecke fest. So, dann ziehe ich jetzt erstmal meine Armee-Uniform wieder an. Das geht ja so gar nicht, dass ich hier nur um... genau. In der Unterhose hier rumrennen. Ja, nee, Transfer bitte. So. Dann Kleidung. Ja, habt ihr ordentlich gesammelt. So. Ach so. Geheimnisvoller Speck. Na, ist egal. Brauche ich jetzt sowieso nicht. Okay. So, diverses. Okay, alles gut. Schrott. So. Ada, du warst doch auch voll, oder? Hey! Ich helfe gerne. Ja, die war so voll. Weiter, wenn ich kann. Ja, danke schön, Ada. Du bist toll. Ich glaube, ich habe irgendwas wieder... Ja, natürlich. Meine Armee-Uniform habe ich wieder... Achso, warte, das war falsch. Ich brauche doch noch...
Kleidung. Ach so, gut, ich hatte keinen Schrott bei ihr. Gut, aber bei dir, ne? Dog hey. Meat. Dog Meat. Nein! Ja, was ist denn mein Krauser? Nein, nicht Teddy. Nicht Teddy. Geh wieder zurück, Teddy. Nein. Transfer wollte ich machen. Na, ach Quatsch. Wartet mal. Was läuft denn jetzt hier? Geh weg. Transfer. So. Ehrlich? Mehr war nicht? Außer das vielleicht? Na gut. So, dann ziehe ich natürlich wieder meine Armeeuniform an. Okay, so. Und dann mache ich wieder eine Eingabe. So, und dann... dann werde ich jetzt auf jeden Fall... Warte mal, wo ist das denn? Hier hin. Zum Kraftwerk. Den Strom anschalten. Denn das kann ich ja jetzt wohl. So, und dazu muss ich ganz nach oben. Aufs Dach. Und wir wissen alle, Phantasiens verläuft sich und weiß den Weg wieder nicht. Und wahrscheinlich muss ich mich auch hier wieder durchkämpfen. Ach nö. Die sind noch alle tot. Okay, so. Seht ihr, geht schon los, ne? Phantasiens verläuft sich. Ja, man muss erstmal runter, damit man wieder hochkommt, oder wie? Alles ganz schön verwirrend. Komm, die Waffe machen wir mal weg. Ihr seid alle tot, oder? Ja. Irgendwo war eine Luke. Du weißt, Phantasiens wieder nicht wo. Scheiße. Seht ihr? Das meine ich. Wie soll ich denn aufs Dach finden? Wenn das hier wieder wie so ein... wie so ein Labyrinth ist. Bin ich jetzt von da gekommen? Ich glaube ja. Oder? Nee. Ich glaube, ich bin... nicht von da gekommen. Ich bin von da hinten gekommen. So, wie kam man jetzt nochmal da? Ach, Leute. Nee, von hier bin ich doch gekommen. So bin ich da hochgegangen. So, dann war das doch ja... andere Weg, glaube ich. Oh, shit.
dann gehe ich jetzt mal hier runter. Wer sucht, der findet, ne? Okay, konzentrier dich. Muss ich jetzt hier hoch? Ich glaube. Huch! Nee, muss ich nicht. Alles klar. Muss ich da vielleicht rein? Wenn wir weiter dieser Strahlung ausgesetzt sind, werden sie noch krank. Ach Mensch, ja, hier ist noch die Powerrüstung. Ach, verdammt, wo war denn das, ey? Ja, genau, hier waren noch diese... Diese, ich weiß gar nicht mehr, wann ist hier die Jünger hier drinne? Ich glaube, ich muss da hoch, ne? Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Bitte lass es gut aussehen. Ja, hier, ne? Oh, ich hab's gefunden. Mal schnell zum Terminal. Ich weiß jetzt, doch, ich habe jetzt keine Zeit. Ach, hier war das. Oh, ich hoffe, ich komme jetzt hier rein. Geil. Hallo. Noch was? So, meine Lieben. Hier ist er. Der Knopf der Begierde. Damit kriege ich hoffentlich jetzt ganz Nuka World wieder zum Laufen. Also... Knopf drücken. Oh, wie schön. Ach, guck mal. Ehrlich, wie geil ist das denn? Ich bin der King. Ich bin der King. So. Da leuchtet was? Wartet mal. Thank you.
Ach so, ich dachte, da kann man denn rein oder so, aber ist nicht so, ne? Nee. Okay. Juhu! Huch! Ich wollte mir gerade das Kraftwerk angucken. Oh, guck mal, sogar die Straßenlaternen leuchten. Ah, oh, wie schön. Hallo, ihr. Machen wir. Gleich. Das ist noch ein Teil von meinem Grün hier. Ja. Entsperren. Gut. Autsch. Hier ist noch ein Teddybär, aber du hast ja schon genug. Also wir haben schon genug, nicht ich, nicht du. Kriege ich diese Marke? Nee. Gesundheit, meine kleine Katze. Was stand da? Moment. Lass mich doch mal durch. Guck mal. Ah, die kriege ich nicht, ne? Nein. Okidoki. Befleckt, verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Gesundheit ist. Oh, die armen Siedler hier. Habe ich schon? Gut, gut, gut. Also. Dann werde ich jetzt wieder in die Fistop-Grille gehen. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann noch mal ein bisschen in die Cover World um und will mal gucken, ob jetzt die ganzen Fahrgeschäfte an sind. Und ich brauche noch einen Starkern, oder? Ich glaube, ich brauche noch Starkerne. Ein oder zwei. So, die Waffe
kannst du wieder wegmachen. Transfer. Kleidung. Habe ich nichts weiter gesammelt. Nuka Grape, ja, okay. Verstrahltes Blut natürlich wieder weg. Und ein bisschen Schrott. Okay. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt unbedingt mit der Power-Rüstung weiterlaufen muss. Ansonsten würde ich das jetzt nämlich ohne machen. Herstellen. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, denn ich wollte eigentlich nur, dass die Power-Rüstung jetzt hier in dieser Station steht. Transfer aber. Und zwar will ich meinen Rüstungskern draußen haben. So. Alles klar, meine Lieben. So. Nuka World ist wieder am Laufen. War das nicht schon vorher? Und wie gesagt, in der nächsten Folge schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Und bis dahin danke ich euch sehr für eure Kommentare, für eure Likes, für das ein oder andere Abo. Es freut mich immer wieder, neue Menschen in meiner Community grüßen zu dürfen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge dann auch weiter oder wieder. Und bis dahin, seid lieb gegrüßt und bleibt gesund. Bis dann, bye bye.